Hallo zusammen. In den letzten Videos wurden Methoden zur gezielten Förderung von überfachlichen Kompetenzen, mögliche Unterrichtsformen und der Bezug überfachlicher Kompetenzen zum Lehrplan 21 vorgestellt. In diesem Video geht es um Bewertungssysteme von überfachlichen Kompetenzen. Warum sind überfachliche Kompetenzen schwer bewertbar? Zum einen beinhalten überfachliche Kompetenzen persönliche Einstellungen und Haltungen. Außerdem treten sie nie isoliert auf, sondern immer in Kombination mit anderen Kompetenzen. Zudem lassen sich überfachliche Kompetenzen nicht am Endprodukt, sondern nur während dem Arbeitsprozess messen. Das heißt, Handlungsprozesse müssen zur Bewertung mit einbezogen werden. Welche Möglichkeiten gibt es, um überfachliche Kompetenzen zu beurteilen? Methodenkompetenzen können am besten mit einem Kompetenzraster bewertet werden. Personale und soziale überfachliche Kompetenzen sind schwierig zu beurteilen. Hierfür ein Kompetenzraster zu erstellen, ist komplizierter, da dieser kaum auswertbar wäre. Um Selbstkompetenzen und die sozialen Teilkompetenzen zu beurteilen, eignen sich folgende Methoden: Lerntagebuch, Projektjournal, Selbsteinschätzung, Partnereinschätzung und Beobachtungen. Das Lerntagebuch eignet sich hervorragend, um Fortschritte in den fachlichen Lernzielen sowie auch in den überfachlichen Kompetenzen zu dokumentieren. Die Lernenden schätzen bei dieser Methode sich selbst ein. Während Projektarbeiten kann es für die Beurteilung von Vorteil sein, die Lernenden ein Projektjournal führen zu lassen. Dieses wird nach der Präsentation und Reflexion im Gespräch mit der Lehrperson ausgewertet. So kann zum Beispiel ermittelt werden, wie hoch die Leistungsfreude des Kindes während der Projektarbeit war und wie oft und wann genau das Kind selbstständig gearbeitet hat. Überfachliche Kompetenzen, wie etwa die Konfliktlösefähigkeit oder auch die Kooperationsfähigkeit, kann von der Lehrperson auch durch gezielte Beobachtung eingeschätzt werden. Auch durch eine geführte Partnereinschätzung der Kinder einer Gruppe, etwa mit Hilfe eines Fragebogens zu der Gruppenarbeit, können überfachliche Teilkompetenzen wie zum Beispiel die Teamfähigkeit oder auch die Integrationsfähigkeit ermittelt werden. Überfachliche Kompetenzen sollten immer formativ beurteilt werden. Ein ausführlicher Bericht oder persönliches Gespräch ist für die Beurteilung aussagekräftig. Bei einer summativen Beurteilung mittels Benotung der überfachlichen Kompetenzen wäre es schwierig, objektiv zu bleiben, was wiederum unfair wäre. Bei einem persönlichen Gespräch zwischen Lehrperson und Kind können zudem Ziele im Bereich der überfachlichen Kompetenzen vereinbart werden. Viel Spaß beim Beurteilen!